Doppelkick. Ah, warum tun die Attacken so weh? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Alpha Saphir. Wir haben beim letzten Mal nicht allzu viel geschafft. das Rätselhaus zumindest. Und jetzt gehen wir weiter, Route 110. Ziel ist heute, oder zumindest in diesem Part, diese Route hinter uns zu lassen. Und ich weiß, was diese Route noch kommen wird. Und ich habe da ein bisschen Angst vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Angst vor unserem Rivalenkampf. Es könnte nämlich sein, dass wir da ein Pokémon verlieren. Das will ich nicht. Wir kriegen hier einen Angriffsplus. Das werden wir eh nicht nutzen. Und nehmen erstmal den Trainer hier mit. Nachdem wir den Encounter hier, nachdem wir geflohen sind, ein Myrapla hätten wir ja auch bekommen können. Wäre jetzt nicht allzu toll gewesen. Obwohl, Flowey in Rejuvenation immer. Also ich habe Kiflor wirklich zu schätzen gelernt. Aber wir haben halt hier Wingo als unser Pflanzen-Pokémon. Daher wäre es jetzt nicht allzu top gewesen. So, wir machen jetzt erstmal den Teenager hier. Den Frieda. Kein Wunschkind, würde ich sagen. Und er startet mit einem Wiffchen. Meins dürfte damit aber absolut gar keine Probleme haben. Level 12. Aquabälle und das dürfte es regeln, ne? Nein? Okay. Dann eben nicht. Flügelschlag. Und das war's. Ja. Frizzleblitz. Elektro-Pokémon. Hätte auch hier kommen können auf der Route, by the way. Wäre auch cool gewesen. Aber, was kann das Ding? Das ist eher physisch, ne? Das ist ein Job für Speedy. Speedy, du machst das Ding jetzt kaputt. Funkensprung, Immunie sehen wir schon mal. Das heißt, der Switch war schon mal sehr nice. Aber wir drücken hier die neu erlernte Attacke. Lehmschelle. Erstens, das Ding ist sehr effektiv. Und zweitens, wir senken die Genauigkeit von dem. Ja, ist okay. Lehmschelle ist halt nicht die stärkste Bodenattacke. Aber damit dürften wir den Kampf locker gewinnen können. Ja. Das ist auf minus 2 Genauigkeit. Und ab der Zerschneider, das dürfte es gewesen sein. Speedys Verteidigung ist einfach so krass. Oh. Starten. Startet. Stolunior. Sehr geiles Pokémon. Stahlgestein. Feiere ich ungemein. Und ich glaube, wir können das nicht mehr bekommen, denke ich. Weil das gab es in Faustauer Hafen in der Höhle. Aber ich glaube, ein Stockwerk tiefer. Deswegen, ja, shit happens. Vielleicht ist das Spiel aber jetzt so gütig und gibt uns mal andersweitig noch eine Chance, das Ding zu bekommen. Das Problem ist, es könnte Gesteinsattacken drauf haben und das könnte Speedy hart treffen. Obwohl wir es vierfach effektiv treffen könnten mit der Lehmschelle. Aber Stolunior. Ne, Lehmschelle ist eine spezielle Attacke. Ne? Spezielle. Wir haben eine viel bessere Option, zwar Seismo. Ist mir gerade eingefallen. Seismo trifft das Ding auch vierfach effektiv. Mit den Kampfattacken. Und resistiert Stahl. Sowie auch Gesteinsattacken, meine ich. Obwohl da jetzt eine Lehmschelle kam. Ungünstig. Wir versuchen einfach mal die Kraftwelle. Und nehmen das Ding instant raus. Okay, so kann es gehen. Gut.
Wir wollen Tränke einsetzen, weil ich glaube zu wissen, dass gleich im Anschluss der nächste Rivalenkampf kommt. Also gegen Maike. Und ich habe ein bisschen Angst vor diesem Kampf. Also... und so. Wir haben doch Lava-Kekse, ne? Ja. Para heilen. Mit was könnte Maike haben? Maike hat Jungglut, ist Safe Call, dafür brauchen wir Mainz. Ich meine, die hat noch ein Weil mehr. Und noch irgendeinen anderen Scheiß, was ich jetzt auch nicht mehr weiß. Wir leaden mit Seismo. Seismo ist eigentlich immer ein guter Lead, weil das Mogelhieb drauf hat. So, dürfen wir? Na, Encounter. Ein Plusel. Aber irgendwie, ich merke das selber, hat meine Kamera so eine leichte Verzögerung. Es könnte sein... Wieso fliehen wir nicht? Es könnte sein, dass die Kamera ein bisschen verzögert ist. Wie gesagt, OBS hat ein neues Update rausgebracht und irgendwie macht das meine Kamera gar nicht. Kamera ist auch so ein Ding, was ich mir auch irgendwann mal neu holen muss dann demnächst. Aber jetzt erstmal neues Mikro. Ah! So, da ist Maike. Hi, Aronchen, lange nicht gesehen. Ich suche gerade nach Pokémon. Mein Vater redet immer davon. Es soll so viele verschiedene Arten geben. Welche unterschiedliche Pokémon haben gelernt? Das hat mich und meine Pokémon stärker gemacht. Daher würde ich vorschlagen, dass wir keinen Kampf liefern. Nein, ich will nicht. Geh weg. Weil, Mom. Ein sehr balkiges Wasser-Pokémon. Wir drücken hier sofort den Mogelhieb. Mogelhieb for the win. Erstmal Chip Damage. Was mache ich jetzt? Ich glaube, wir switchen raus und gehen safe auf Wingo. Weil wenn jetzt eine Wasserattacke kommt, werden wir das resistieren. Und ich hoffe, dass das Ding nicht den Walzer kann. Aquaknarre. Gut. Weil wenn das, wenn Valva Walzer kann und das kommt damit durch, haben wir ein Problem. Weil ich weiß nicht, wie viel der Megasauger macht. Wie gesagt, Valma ziemlich bulky. Megasauger tut weh. Erstauner. Gut. Spiel ist fair. Dom dom dom. Wingo Level 19 geht fix mit dem. Das heißt aber auch. Abschlag. Ja, wir wollen Abschlag lernen. Und hier müsste Abschlag noch Stärke von 65 haben, meine ich. Kann ich auch an. Ja, Stärke von 65, das ist mega stark, das Ding. Ihr vergesst den Sandwirbel. Und lernt dafür Abschlag. Sehr schöne Attacke. Kann das Gegner halt vom. Kann das Item vom Gegner wegschlagen. Kann das Gegner vom Item wegschlagen, ist auch cool. Junglut, da haben wir das Problem. Wingo wird keine Chance gegen das Ding haben. Aber meins resistiert sowohl Feuer wie auch Kampfattacken und ist der Hard-Counter gegen Jungglut. Und ich hoffe, Mainz wird den Kampf gewinnen. Nitro-Ladung. Das resistieren wir schon mal. Das Problem ist, das Ding wird jetzt schneller und das hat mehr Schaden gemacht als gedacht. So, Mainz. Die Aquawelle muss sitzen. Oh Gott. Oh Gott, der NPC ist dumm.
Der NPC ist dumm. Schön. Okay, meins, neuer Plan. Die Aquarelle muss verwirren. Oh mein Gott. Verwirre, verwirre. Nein. Wir heilen. Sprudel einsetzen auf Mainz. Mainz ist jetzt auf keinen Fall schneller als dieses Ding. Doppelkick. Ah, warum tun die Attacken so weh? Wir dürften aber jetzt noch einen Angriff überleben, ne? Aquavelle? Please? Schnapp. Boah, dieses Jungblut, ne? Und genau deswegen habe ich Panik vor diesem Kampf gehabt. Wegen diesem Ding. Boah. Knilz. So, wir switchen raus. Das tun wir Wingo nicht mehr an. Wingo könnte das Ding zwar sehr effektiv treffen, aber wir haben jetzt Flats dafür. Und Flats ist komplett frisch, voll und... wird keine Probleme das Ding haben. Kopfnuss. Ja. Und hier, Windstoß. Macht nicht die Hälfte. Das ist traurig. Das ist wirklich traurig. Egelsamen ist nervig. Ja, noch ein Windschuss und das Ding hat sich erledigt. Zurückgeschreckt! Wir sind schon raus. Ich hab Angst. Ich hab Angst um Flats. Speedy? Machst du das bitte? Und dann drückt das Ding einen Megasauger. Oh, Maike. Oh mein Gott. Dass dieses Knilz nochmal so richtig Probleme macht, ne? Das ist... So, wir haben hier die Zornklinge drauf. Wir treffen das Ding auch sehr effektiv. Und Schiss. Nein, du dominiert! Was ist denn das für ein Kampf hier? So, jetzt aber. Dankeschön. Oh. Das ist ein Grund, warum ich Zornklinge nicht mag, weil der ganz gerne mal daneben gehen kann. Ach du Schande. Du bist stärker, als ich gedacht habe. Ja. Wir müssen heilen. Wir müssen ganz dringend heilen. Sie heilt uns. Das ist neu. Ein Geschenk. Itemradar. Okay. Ja, ja. Versteckte Items finden und so. Ja, ja. Wir sind komplett voll. Nice. Nice. Nehmen wir gerne. Tausch. Newton. Ja.
So, Hälfte der Zeit rum, weil der Kampf echt so arschlang gedauert hat. Das war ein Voltoball. Da haben wir zum Beispiel ein so ein verstecktes Item, ein Superball. Ja, es ist auch, wenn man A spammt, reicht das schon. Ein Wingull. Neutron dürfte schneller sein, hoffe ich. Ja, auf dem Level. Ja. Ich war mir jetzt nicht so sicher, aber ja. Und der nächste Kampf. Ja, jetzt sollten wir Route 10 eigentlich schaffen können. Lombrero. Wasserpflanzentyp. Weiterentwicklung von Loturzel. Wir drücken hier mal einen Ladestrahl. Einfach mal zu gucken, was passiert. Das hat fast nichts gemacht. Okay, ja, wir boosten uns. Blubber. Ha. Ne, wir gehen raus. Wir gehen raus. Nein. Das geben wir schon gar nicht ein. Wir gehen auf Flats. Ich meine, das zweite Pokémon, was du hattest, dann Blanas. Weiterentwicklung von Samurzel. Absorber, sehr schön. Der Switch-In war super. Windstoß. Ja, das war's. Das war's mit Lombrero. Kapaloris mag ich, aber also die Weiterentwicklung von Lombrero. Kapaloris, sehr starkes Pokémon. Meines Erachtens. Da kommt ein Blanas, ja. Blanas, beziehungsweise die Weiterentwicklung Tangolist, ist aber auch mega. Das hatte ich im Team gehabt, als ich das erste Mal Rubin-Edition gespielt habe. Habe ich einen Tangolist im Team gehabt. Sehr cooles Pokémon. Jo. Easy. Dann geht's weiter. Ja, Neutron lassen wir mal vorne. Um halt auch vor Pokémon zu fliehen. Weil Neutron ist halt nicht wirklich langsam. Und kann hier locker flockig vor ein paar Sachen abhauen. So. Nächster Trainer. Ich meine, das war ein Psycho. Wenn ich mich richtig erinnere. Das ist gut. Warte mal, ich hab Schiss, weil Nuzlocke. Es ist gut, dass wir mit Speedy dann leaden, weil Speedy kann die Mysto wählen. Und die Spezialattacke von dem halt richtig nerven. Ein Abra. Oh ja, der kriegt sowas von die Mysto wählen ab. Zack, Mysto wählen. Spezialangriff sinkt stark. Kraftreserve, was ist das für eine? Neutraltreffer, okay. War zu erwarten. Wir drücken doch mal Mysto-Wellen, weil Kraftreserve ist eine Spezialattacke. Und damit ist das Ding auf minus 4 Spezialangriff. Das dürfte reichen. Ja, wir switchen raus. Das reicht, Dicke. Neutron hat seinen Job gemacht. Gehen wir raus auf Speedy. Wir könnten natürlich auf Wingo rausgehen, das war eigentlich so mein Plan wegen der Zornklinge, aber das Ding ist auf minus 4 Spezialangriff, was soll macht gegen Speedy? Okay, wir kennen die Kraftreserve nicht von ihm. Und die resistieren wir! Okay, Speedy, du machst das Ding ja richtig nass mit Blutsauger.
wann entwickelt sich Speedy nochmal? War es Level 20? Wir müssen dann nämlich aufpassen, weil wir könnten dann ein Zusatz-Pokémon bekommen, wenn es sich entwickelt. Da werde ich, das werde ich aber noch das werde ich nochmal drauf ansprechen, wenn es soweit ist. So. Ja. So, und jetzt war auch schon fast hier fertig mit Route 110. Den Angler nehmen wir aber gerne noch gerne mit. Speedy ist als Lead und da er Wasser-Pokémon einsetzen wird, höchstwahrscheinlich, sind wir im Vorteil. Weil Elektro ist gegen Wasser stark, ne? Wer es noch nicht weiß. Schreiben. Ich weiß, das Ding hat eine hohe Spezialdef. Ja, das war klar. Komm, kriegen wir den speziellen Fuß? Bums. Ja, kriegen wir. Das heißt, das Weimar dürfte kein Problem darstellen für uns. Ladestrahl. Okay, das war schön. Ich bin wahrlich entzückt. Newtor erreicht Level 18. Easy. Komm. Lassen wir so. Willst du auch kämpfen? Nö. Hier gehe ich noch nicht rein, weil ihr seht schon da oben auf dem Schild über der Tür. Nur für Fahrräder. Und deswegen, wir können noch nicht allzu viel tun. Zwei Straßen, eine oben, eine unten. Ja. Zack. Aber die Bären nehmen wir hier gerne mit. Yonago-Bären. Die heilen, die füllen die AP wieder auf. Meine ich. Düm-düdel-düm. So, und dann kommen wir endlich an in Malvenfroh City. Und. Okay. Es sieht etwas anders aus als in den Originalspielen. Leicht anders. Und hier ist Heiko. Wow, das ist also Malvenfroh City. Ah, scheint hier jetzt gefallen. Ne? Wollen wir Gastmeile? Okay. Oder doch lieber ein Fahrrad von Radlers Radladen. Ja, wir holen es auf jeden Fall erst recht ein Fahrrad. Nein, zuerst will ich mein Glück in der Arena versuchen. Was? Mal sehen, wo ist die Arena? Verstehe. Einfach geradeaus. Direkt hinter dem Garten in der Mitte der Stadt. Aber Heiko. Heiko. Mach keinen Scheiß, Heiko. Da liegt ein Item, habe ich gesehen. Malvenfroh City sieht ein wenig anders aus als früher. Zeig mal die Karte. Malvenfroh City, strahlende Stadt der Freude. Arena geradeaus, Radlastern, darum. Okay. Okay, cool. Wir gehen zu Radlastern. Ist das ja? Gastromeile. Bekannt für die Kampffressmeile. Oh, da gab es doch schon eine Alola, oder? Okay, Alola kam jetzt, glaube ich, dann. Alola kam nach Alpha Saphir. Das kenne ich aber aus Alola. Da kann man halt
Kämpfe hintereinander bestreiten. So, was bist du? Hallo? Hallo? Das ist... Warte mal, das ist doch eher so aufgebaut wie so ein Einkaufszentrum, oder? Krasser Scheiß. Yo, Homie, willkommen im Attacken-Dojo. Okay, hier kann man wahrscheinlich hier die Wassersäule, Feuersäule und Pflanzensäule. Ja. Hier kann man das lernen. Wer bist du? Attackentanzschule Ultimo. Was? Unser Motto lautet: Tanz dich stark. Wir bringen dein Pokémon anhand von leicht verständlichen Tänzen die ultimative Attacke bei. Nein. Erstmal nicht. Okay, Tanzstudio haben wir hier. Ach, hier sind wir halt im Garten. Okay. Wahrscheinlich in der Mitte. So, was bist du denn? Ja, sorry. Sorry, dass ich mich jetzt gerade ein bisschen umgucke. Es ist komplett neu für mich. Umkehrkampfservice für alle, die den Kampfalltag in den Kopf stellen wollen. Nee, kämpfen wollen wir jetzt erstmal nicht. Hier war doch irgendwo... Das sieht mir auch... Ja, das ist der Fahrradladen. Ja! Na, was haben wir denn hier? Kundschaft und dann auch noch so energiegeladen. Ja, wer ich bin? Ja, ja, ja. Kommst du von weit her? Ja oder nein? Ich denke schon, dass es weit her ist. Ui, ganz schön weit ein Weg von Wurzheim hergekommen. Okay, meine Güte. Ja, er gibt uns nämlich jetzt ein Rad. Ich schenke dir eins meiner Räder. Aber nicht so schnell. Es gibt nämlich zwei verschiedene Modelle von Fahrrädern. Das Eilrad und das Kunstrad. Wir werden beide gebrauchen müssen. Eilräder sind für Leute, die Wind in den Haaren spüren wollen. Kunsträder gegen für diejenigen, die alte Techniken, ja. Weil es gibt Passagen im Spiel, da kommt man nur mit dem Eilrad, beziehungsweise nur mit dem Kunstrad weiter. Darfst du sogar eins aussuchen. Ne, das Dolle ist halt, wir dürfen halt immer die Fahrräder hier switchen. Ich bin am Anfang immer gerne für das Kunstrad. Weil es einfach geschmeidiger ist. Wenn du im Nachhinein doch lieber ein anderes Modell hast, sprich mir hier einfach. Ja. Genau, er hat nur mal ganz kurz gesagt, das war da nochmal, mein Hals, der ist total kratzig, dass wir da die Fahrräder nochmal tauschen können. So, das heißt Kunstrad auf Registrieren. Und wir können hier Radfahren im Gebäude, ja! Fick dich, Professor! Du kannst das Item hier nicht benutzen. Ja. Schön. Auch cool animiert hier. Da können wir raus. Okay, da wollen wir noch nicht raus. Wir wollen uns erstmal in der Stadt hier noch ein bisschen umsehen, ne? Das wollen wir, ja. So, Fahrrad erstmal wieder weg. So. Höhens Haus der Prüfung. Okay, wieder Kampfprüfung. Was haben wir denn hier rum? Was sind meine Pokémon eigentlich? Wo ist eigentlich hier das Pokémon-Center? Weil ich weiß, wenn wir uns der Arena nähern oder so, nicht, dass wir gegen Heiko kämpfen müssen. Ich weiß, dass wir gegen Heiko kämpfen müssen im Spiel. Deswegen, ich weiß nicht, wo das Pokémon-Center ist. Ich will einfach mal Newton heilen. Was bist du? Computer, Erkennung fehlgeschlagen. Was? Der Aufzug kann nur von Mietern. Okay. Was bist du? Hallo. Malvenfroh TV. Konkurrenz muss Nummer 1 der Sendergebieten hören. Okay. Das ist die Arena. Komm, wir machen noch den Kampf. Wir machen den Kampf, würde ich sagen. Und dann ist der Part auch schon wieder vorbei. Oh, bitte, Onkel, bitte. Ich will wissen, wie stark ich geworden bin. Ja, ja. Bitte darf ich. Bitte, bitte, bitte. Warum musst du mal das überstützen? Übernehme ich nicht gleich. Ja, ja. Das kennt man ja. Also die Story, wie gesagt, die lese ich jetzt nicht so komplett vor, weil das könnt ihr gerne selber machen, wenn ihr das Spiel spielt.
wenn ich jetzt noch anfange, hier alles vorzulesen, dauert es noch alles viel, viel länger. Und deshalb bitte, ja, er möchte gegen uns kämpfen, um sich zu beweisen. Gut, gib alles, Rassler. Wir müssen einfach gewinnen. Ja! Er und sein Trassler. Pokémon-Trainer Heiko. Ja, etwas unbeholfen den Pokéball wirft. So, welches Level hat Trassler? 17. Kein Problem. Wir bearbeiten das wieder mit Mystowellen, wie wir es beim Apra letztens noch gemacht haben. Weil Trassler auch speziell offensiv ist. So, jetzt bist du auf minus 4. Und wirst jetzt keine Chance mehr haben. Beschwörung. Oh, ich kann keine Volltreffer mehr landen. Schade. So, da ich aber noch nicht weiß, was du noch alles sonst noch alles kannst, drück mal lieber den Ladestrahl anstatt den Walzer. Das reicht. Ja, das ist vollkommen okay. Säusestimme, Lärmstuhl. Das Ding hat ja gar keine Chance gegen Newton. Bums. Wir besiegen Heiko. Wow, Orinchen, du bist so stark wie eh und je. Ja. Ich gehe zurück nach Wiesenfuhr. Ja, vielen Dank, Orinchen. Trainer sein ist keine leichte Aufgabe, was? Ja. Es reicht nicht, ein Pokémon-Team einfach nur durch Kämpfe zu trainieren. Ja. Es gehört mehr dazu, ein guter Trainer zu sein. Ja. Sei nicht so niederschlagen. Was heißt das? Komm, lass uns nach Hause gehen. In Ordnung. Oh, Hündchen, ja. Ich werde viel, 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 viel stärker werden. Und das wird er. Also, uiuiuiui. Wir werden den auf jeden Fall nochmal treffen. Und, schicker Kampf. Deswegen möchte ich um etwas bitten. Bitte erkenne mich als dein Rival. Ich rede schon wieder so dummes Zeug. Vergiss einfach, was ich gesagt habe. Er wird einer unserer Rivalen sein. Das ist, Heiko wird heavy. Jetzt selber ist mir zu langsam. Du musst der Trainer sein. Ja. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Ja, kein Ding. Hier, kleine Aufmerksamkeit. Okay, was kriegen wir? VM... 6 Zertrümmerer. Ich weiß, dass es in Originalspielen so war, dass man das in einem speziellen Haus bekommen hat, hier in Malvenfrom. Hier bekommt man das so. Okay. Rissige Felsen. Ja, aber dafür brauchen wir den dritten Orden, um das auch als Outdoor-Attacke einsetzen zu können. Schau bei Gelegenheit mal bei diesem Floor vorbei. Das werden wir machen. Okay. Gut, das war's aber für den Part. Ich bedanke mich fürs Einschalten und hoffe, euch hat der Part gefallen, genauso wie mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euch noch einen schönen Tag und bis dann, euer Röhnchen. Tschaußen!